Für einen Startschalter zur klassischen Arbeitsbereich und aktivieren AutoKit-Befehl Anpassung. In der Liste der Befehle für Mehrzeilige finden und sie auf das Panel hinzuzufügen. Wählen Sie und ergreifen Sie die linke Maustaste, um das Panel zu ziehen. Vergessen Sie nicht die Anpassung an die Anwendung. Dann aktivieren Sie den mehrzeiligen Befehl, um den Start und die folgenden Punkte zu spezifizieren. In der letzten Stufe auf dem Buchstaben S-Tastatur eingeben und die mehrzeilige schließen. Verwenden Sie den Befehl, ein mehrzeiliges Stildialogfeld Last zu erstellen, zu speichern.